Schönen guten Tag. Heute wollte ich gerne Ihnen etwas mehr erklären über Fischfutter für bestimmte Fischarten, Fragezeichen. Als Fischpathobiologe arbeite ich schon 44 Jahre in die Aquariumindustrie und ich habe viele Sachen gelernt durch meine Praxis, umzugehen mit Gesundheit von meinen Fischen. Und dafür habe ich dann mal herausgesucht, welches Futter können wir verwenden voor onze vissen. En daar kom ik ook oft een vraag van Aquarianer. En die vragen mij: ja, Basle, waarom hast du dat voeter gemaakt? Waarom hast du dat geschäft? En waarom is dat bierfischvoet, dat we herstellen, Dr. Basle bierfischvoet, besser? En die vragen: zijn bestimmte visarten, brauchen die notwendig aan anders voeter, fleischfressende pleko's en andere vissen, wat zullen we geven? Und für die Baby- oder Zwergfische haben wir ein Baby, aber ist das nicht staubig Futter? Und wenn wir ein gemischtes Becken haben, ein Aquarium, ein Gesellschaftsaquarium, dürfen wir alle Fische mit dasselbe Bastelfutter füttern? Und wie lange kann das Futter im Wasser bleiben? Das sind alle Fragen, die ich versuche zu beantworten in die kommenden Videos und Fotos, die ich Ihnen erklären will. Und Fischfutter für bestimmte Fische, ja, ist ein Guppyfutter, ein Diskusfutter, ein Neonsalmerfutter oder ein Clownfischfutter, ist das wirklich notwendig? In unserem Aquarium gibt es meistens verschiedene Arten von Fischen. Und sollten die Corydoras nicht die Nahrung unserer Neontetra berühren? Oder kann der Skalar das Futter, wir unseren Narcissus geben, nicht essen? Oder sollte der Meerwasser Acanthurus nicht das Futter von unserem Clownfisch essen dürfen? Ja, fragen Sie mal unsere Fische. Und wenn wir dann Studien machen über Fische in Natur, hier ein Guppy in die Flüsse von Trinidad, ein Wildfang Original Guppy aus Trinidad, und die Auswahl von den Lebensmitteln von den Guppies hängt ab von dem Fluss und die Verfügbarkeitsquellen. Und hier ist dann Untersuchung gemacht zwischen zwei Strömen, Rivieren, der Arango und die Tacarigua. Und das Unterschied in den Flüssen ist, dass es gibt ein anderes Biotop und andere Verfügbarkeit von Futter. Und hier in diesem Fluss, der Arango, gibt es sehr viele Invertebrate und kaum in die Tacarigua. Und in der Tacarigua gibt es viel mehr Algenfutter. So, das gibt dann Unterschied zwischen die zwei Ströme und die Fische davon abhängig. Hat keine Wahl, nach den anderen Ström zu schwimmen und ist notwendig, da zu überleben, mit was vorhanden ist. Und das ist für unsere Fische sehr allgemein notwendig. Und wenn wir dann die Guppy sehen, die haben eine richtige gute Anpassung an die Ernährung, die von der Jahreszeit und des Lebensraum des Flusses abhängt. Das meint, wenn der Fisch an extra grünes Essen bekommt, hat er einen langeren Darm. Und hier sehen wir das. Das ist die Invertebrate-Proportion in das Diätverhalten. Wenn mehr Invertebrate da sind, und hier ist da die Länge von dem Darm, wenn der Fisch viel mehr Invertebrate in seinen Strömbereich bekommt, hat er eine viel kleinere Darmlänge. Denn Darm ist viel kleiner. Und hier in den Ström mit mehr Algen hat er einen längeren Darm, notwendig für die Verdauung. Und das ändert sich auch in Saison. Die Darmlänge ändert in Saison, wenn es ein trocken oder ein nasses Saison oder Hochwassersaison gibt. Und das ist interessant zu lernen, dass die Guppy eine sehr gute Anpassung hat. Und nicht nur die Guppy. Auch ein Salmler wie der Milosoma, wie ein Scheibsalmler kann man sagen, aus die Amazonas, die hat abhängig von der Jahreszeit unbedingt eine notwendige Anpassung. Und das werde ich Ihnen erklären hier bei diesem Diagramm. Hier ist die Menge, was vorhanden ist, und hier das Jahreszeit. Rising und High ist das Hochwassersaison und hier das niedrige Wassersaison, trockene Saison. Und hier, wenn man die weiße Kolonne sieht, hier,
Dat is die mengel van pflanzenmateriaal. En dan zien we dat dat in deze haaienwasserseizoen zeer weinig is. En wanneer die vis frist zeer gerne vruchten en zaden, dan zien we dat dat zeer veel voorhanden is in dat hoogwasserseizoen, maar kaart niets in dat trokkene seizoen. In dat trokkene seizoen frist een vis zeer veel insecten. Hebben kaum etwas in dat hoogwasserseizoen. Daarmee moest de vis zich aangewöhnen en aanpassen maken, afhankelijk van dat seizoen dat andere voedersoorten voorhanden zijn. Ook aan de studie hier, wat wissen we over die discus, daar is ook onderzoek gemaakt, dat die discus ook een richtige adaptatie had, afhankelijk van hoogwasser- of droogwoonseizoen. Dat gelbe hier is dat hoogwasserseizoen. Die percentuele mengen van producten dat ze fressen kan in de natuur. Het zijn alle studies in de natuur gemaakt. En daarvan leren we wat die vissen gerne fressen of darven, of afhankelijk van het seizoen, wie ik zo erklaren. Ziet men dat die vissen zeer veel afvalproducten fressen. In trokken of in de hoogwasserseizoen. Afvalproducten, gemuzeproducten, bluten, vruchten, zamen, pletter. Vast 50 bis 80% van dat dieet. Algen, microalgen, etwas meer in trokken seizoen als in hoogwasserseizoen. Niedere wassertieren, wirbellose wassertieren, wie wurmer, etwas meer in trokken seizoen. En arthropoden, insecten, krebstieren, wie mukkenlarven, kaum etwas in trokken seizoen en etwas meer bis 20% in hoogwasserseizoen. Dat meint we nu mukkenlarven aan die discus geven. Dat werd er zeker brauchen, aber nicht die ganzen Tag, jeden Tag. Er braucht eine Mischung von alles. Das ist viel besser, wenn er von alles etwas bekommt. Etwas Algen, Wassertiere haben nicht so viele Mückenlarven und vielleicht auch keine Rinderherz. Das gibt auch nicht in der Natur. Kann man verwenden als Züchter, aber muss man wirklich aufpassen, dass man eine richtige heiße, hohe Temperatur ansetzt, das Wasser für die Verdauung. Da Rinderherz nur verdauert bei Hochwassertemperaturen. Damit wollte ich mal erklären, dass es auch abhängig ist in Saison, was der Diskus zu bekommen hat. Und ein Studien hier, interessant, von den Darm von einem Pterygopleichtis, ein Mosaikpleco, sagen wir auch in Deutsch, mit verschiedenen Futtersorten sehen wir deutlich eine Adaption. In Wildtieren sieht die Mikrophili, hier das ist die mikroskopische Aufnahme von den Darm, sehen die Mikrophili sehr fein und klein aus und sehr gut verteilt. Wenn der Fisch nur von Holz lebt, das kann, dann sagen wir, das ist ein Holzfresser, ja, kann man sagen, aber nicht notwendig, sehen die Mikrophili ganz anders aus. Wenn den Alge frisst, sieht das sehr große, längliche Mikrophili. Und wenn kein Futter bekommt, sind kaum Mikrophili vorhanden. Sehen wir auch, dass es ganz ändert. So die Darm, die ändert sich dauernd das Leben und dauernd die Abhängigkeit von Futterwaren, die da gibt. Darum, dass wir unsere Dr. Bassler Biersfood hersteld hebben als een bioproduct. Een product dat 100% natuurlijk is. En dat die ausgewogene Mischung hat, wie in Natur, van Inhaltsstoffen voor de Gesundheit en Wachstum van de Fische. Damit we alle Fische voeden kunnen met één Granulat. En daarvoor verwenden we bij ons Skandinavische Meereswildfische. Voor zeer goede Proteine. Met zeer goed aminozuren die zeer goed verdauerlijk zijn. Weniger afval in water ook. Krill en algen dan nog dazu. En getreide, gemüse, vitamine, spurenelementen en mineralen. Dat we daarmee een zeer goede, ausgewogene mischung hebben. Geeignet voor zuurwater en meeresvissen. Daarmee we die producten verwenden die daarvoor notwendig zijn. En we hebben dat zo'n 25 jaar getestet in onze aanlagen. In België, waar we vorher bis 2013 een groothandelsfirma hadden met 1000 aquarium. Daarmee hebben we zeer veel testen kunnen om die betere producten uit te wählen. Granulaatvoeder, ja, waarom? Ja, die granulaatvoeder, waarom, is zeer duidelijk. Die granulaatvoeder enthält veel meer kwaliteit als vlokkenvoeder, of gefrorenes en levendes voeder. Daarmee die productie, dat
möglich macht, dass wir so etwas produzieren können. Und damit können wir auch verschiedene Kündigungen machen. Das ist eine geeignete Nahrung für fast alle Fische in alle Wasserzonen des Aquariums. Die kleinen Körner schweben etwas länger und die größeren Körner sinken schneller. Und damit können wir ja, für jede Fischart andere Körnungen geben, mischen in Aquarium, dass jeder eine Chance hat, etwas zu fressen. Damit, mit das Granulat, haben wir auch die Chance, Probiotika, Präbiotika und Phytobiotika dazu zu mischen. Zu coaten, gecoated sagen wir das in Englisch, nach der Produktion von das Granulat. Und zum Beispiel die Aquakultur, die für uns Salmerer und Forellen und Kanäle züchten, die verwenden nur Granulatfutter. Warum? Da ist es garantiert frei von Mikroben, dass die Tiere gesund bleiben. Ein Granulatfutter gibt es Chance auch für die Fische, dass die weniger Wettkampf haben. Hier eine Mischung von Regenbogensalmler und Prachtschmerle. Die können alle mit Granulat zurechtkommen, zu fressen. Weniger Kompetition. Und hier mein Privataquarium mit meinen roten Neonsalmen, die schon 12 Jahre alt sind und nur unseres Dr. Basler Bierfischfood bekommen haben. Hier ein Beispiel von einer meiner französischen Kunden. Zeigen wir die frisch beschichtete mit Coating Phytobiotika nach der Produktion oder Erhitzung des Granulat. Der Kunde mischt das Medium und Large zusammen und auch ab und zu extra Large, da er mehrere Futtersorten hat. Da kann man schon mischen in einen Topf oder eine Schale. Und wenn wir das vergrößern, dann sehen wir, dass auf das Granulat deutlich die Phytobiotika da sitzen. Darum sieht Ihre Finger ab und zu grün, wenn wir das futtern. Hier das Grün, das Green, das wir futtern für unsere Loricaridae oder andere Loricaridae am Bodenfresser oder auch für die Schikliere. Und sieht man, wie geschmackhaft das ist, wie schön das aussieht, dass die frisch beschichtete Phytobiotika darauf sitzen. Wenn der Pleco Einwahl treffen kann, dann sieht man hier deutlich, dass sie hier ein Granulatfutter bekommen, das Dr. Basler Bierfood Granulat mit Chlorella, dass die keine Interesse mehr haben auf die Gurke. Das ist sehr deutlich, dass die etwas anders wollen und suchen und gerne bekommen. Der Fisch entscheidet auf Ende, dass er sagt, ja, ich will meine Mahlzeit, mein leckeres Essen bekommen. Unsere Dr. Basler Bierfood ist für die Fischpfleger und damit können wir so einen ersten Fall erklären, dass es wichtig ist, dass all unsere Futtersorten Probiotika Pediococcus acidilactici erhalten. Und damit ist der Mikrobiom von Darm sehr gut gepflegt und ein gutes gepflegter Darm mit einem gutes Mikrobiom gibt eine gute Resistenz gegen Krankheiten. Es ist sehr wichtig, dass man den Darm gut pflegt, das kennen wir als Menschen auch, aber ein Darm mit einem gutes Mikrobiom ist ein sehr guter Schutz gegen Krankheiten. Wir haben dafür Regular, wir haben Forte, das für Immunostimulantia. Wir haben die Chlorella-Algen in unserer Chlorella, sind gut für die Lebendgebärenden und alle Meeresfische. Wir haben das Garlic, das Geschmack heftig hat und allgemeine Heilung, wird sehr oft verwendet in unserer Aquaristik. Aloe für die Regeneration und Herbal für innere Infektionen. Wir haben auch die Acai für die extra Farben. Das Green ist ein grünes Essen für die Fische, die etwas mehr vegetarisches Essen verwenden, wie Schikliden, die Loricaridae, die Zebrasoma, die Acanthurus und so weiter. Moringa, Grapefruit-Seed-Extrakt für innere bakterielle Darminfektionen, die Matrine gegen weiße Pünktchenkrankheit, Lapacho für die Lochkrankheit, die hilft Fisch zu helfen, Pumpkin, Hilfe gegen Wurminfektionen. Und das Letzte, das wir entwickelt haben, ist das Fyco, ein Meeresalgenextrakt gegen bakterielle Infektionen. Ich kann schon sagen, das sind keine Medikamente. Sind nur Produkte aus der Natur, wir sagen Phytobiotika, die helfen dem Fisch, sich zu wehren gegen die Krankheiten. Würmer oder Parasiten oder Bakterien. Sind keine Medikamente, das dürfen wir nicht verwenden. Aber es sind eine Hilfe für den Fisch, sich zu schützen und sich besser zu wehren gegen die Krankheiten. Kavar sind für die besonderen und heikle Fische oder Wildfang. Die Schrimpe sind für die Kanäle.
Und die Baby Nano ist ein sehr feines Granulat. Und dann haben wir auch noch das Professional Care und Professional Treat, sind besonders hergestellt für die Professionals, die Züchter, die eine Mischung bekommen, dass damit ein prophylaktisch oder eine Behandlungsmethode anfassen können. Mehr zu bekommen auf unserer Website oder bei Aquarium Münster. Das will ich am Ende nochmal erklären, wo Sie darüber alles mehr Informationen bekommen können. Wir haben kostenlose Proben für die Aquarianer. Fragen Sie Ihres Sofageschäft. Fischgesundheit ist Ihre Auswahl als Aquarianer, dass Sie ein gutes Futter aussuchen für Ihre Fische. Dann haben Sie einen besseren, gesunden Fisch für langere Zeit. Darum sage ich mal, wir sind verantwortlich. Was wir an Fisch geben. Der Fisch kann nicht, in der Natur kann er suchen nach seinem Futter, aber in Aquarien ist er abhängig von euch, Aquarianer. Bakterieninfektionen können durch Tiefkühl oder lebende Futter verursacht werden. Ich sage nur können. Das meint, dass nicht alles schlecht ist. Aber wenn man sehr viel und sehr regelmäßig solches Futter verwendet und das ist verseucht mit Bakterien, dann kann man das Risiko bekommen, dass die Fische Flecken bekommen oder Bauchwasserschlucht durch das andere Futter. Darum sagen wir, verwendet das weniger, so wenig wie möglich, verwendet so viel möglich Trocken- oder Granulatfutter. Noch einige Antworten bleiben übrig. Welches Futter soll ich verwenden für meine Baby oder das Nanofutter? Ist das nicht zu staubig? Dafür haben wir das Dr. Bassler Bärchenfood Baby und Nano. Und das ist ein echtes Granulatfutter. Ist kein Pulverstaub. Und das kann auch dann lang in Wasser bleiben, wie andere Futter. Für viele Stunden lang bleibt es ein stabiles Granulat. Bis zu 10 Stunden. Ist natürlich abhängig von Temperatur und dem Wasserdurchfluss. Aber dafür können wir die Granulat einfach verwenden und einige Stunden in Wasser lassen und die Fische können da, haben da die Zeit, das anzufassen. Die Frage, die ich auch offen bekomme, natürlich ist, wie viel Futter darf ich verwenden? Das ist natürlich nicht einfach, eine genaue Menge an Futter anzugeben. Das ist abhängig von mehreren Faktoren. Das Gewicht, die Größe von den Fischen, das Verhalten von den Fischen, der Zustand von der Gesundheit von den Fischen, der Zusammensetzung des Aquariums und der Verträglichkeit zwischen den Fischen, die Temperatur des Aquariums, die Filtration und so weiter. Normalerweise sollten wir ungefähr 1 bis 2% das Gesamtgewicht der Fische füttern pro Tag. Aber ja, das ist nicht einfach für uns Aquarianer, das zu berechnen. Das ist schwierig. Darum schlagen wir vor, folgende Lösung. Geben Sie mehrere Löffel bei der Fütterung. Verteilen Sie es gut. Da bekommen verschiedene Fische die Chance, etwas zu bekommen. Überprüfen Sie das dauernd 3 bis 5 Minuten. Sehr wichtig. Dann sieht man, was los ist, wie viel die fressen, was übrig bleibt. Und falls erforderlich, kann nach 10 Minuten etwas dazugegeben worden. Versuche mal zweimal täglich ein bisschen zu füttern. Etwas morgens und etwas nachmittags oder am frühen Abend. Das Biorhythmus von dem Fisch ist nicht gut, dass man spätabend eine Fütterung durchführt. Nur für die Fische, die am Nachts fressen, aber es sind nur wenige, die fressen am Nachts, aber suchen am meisten die übrigen Granulatkörner, die da irgendwo versteckt liegen in Aquarium. Aber wir schlagen immer vor, nicht zu spät am Abend zu füttern, für das Biorhythmus von dem Fisch. Es ist gut, dass die Fische in die folgenden Stunden nach ihrem Futter auch etwas noch suchen können. Es macht Spaß für die Fische. Denn etwas suchen auf die Fische, das machen die Fische gerne. Und sehen Sie Ihre Fische, Ihre Verhalten genau an. Es liegt an Ihnen, etwas weniger oder etwas mehr zu geben. Da sage ich mal, etwas weniger ist immer besser für die Gesundheit. Da meist Aquarianer haben die schlechte Einstellung zur Überfütterung. Die denken immer, oh, die Fische sind hungrig, die kommt an mein Fenster, die kommt mal gucken an der Aquariumwand, die braucht Futter, die fragt mal, die bewegt mal. Hinter bei mir auch, die Fische hier, die fragen auch immer Futter jede Stunde. Ja, das ist Pavlov-Effekt. Die sehen die, die denken, ich muss mal Futter haben, vielleicht bekomme ich morgen nichts mehr. Das Risiko ist, dass wir dann viele Verluste bei unseren Fischen bekommen, durch die Fettleibigkeit, Obesitas. Das ist dann eine riesige Ursache von vielen Krankheiten in der Aquaristik und von Verlusten im Aquarium.
dat bij onze vissen zo veel voeten. In mijn aquarium, ik voed er nog eenmaal in taak. Zo veel dat ze fressen in 5 minuten. En dat is rijk voor mijn vissen, dat ik jeden taak voeder. We gaan voorslag, één taak in die woche, moest, kan men die vissen niets geven. Dat kan. 6 dagen met normaal voeder, darf men één taak sparen of aan voeder, aan spaartaak aanstellen. Niet onbedenkt, maar ik voeder jeden taak. Wenn ich kann, ein bisschen, nur morgens. Brauchen Sie mehr Info, können Sie auf unsere Website gehen hier und darauf können Sie sehen, was wir am Futter anbieten und auf jeder Futtersorte können Sie mal noch Videos ansehen, in Deutsch auch über unsere Futterarten, aber jede Futterart ist hier besprochen mit etwas Deutsch, deutsche Erklärung auf unserer Website. Ich habe auch YouTube, da können Sie mehrere Videos von mir ansehen, wie dieses hier. So, like mal und subscribe, sage ich mal. Subscribe auf meine Videos, da bekommen Sie regelmäßig mehr Info. Und ich habe natürlich auch 2 Bücher, die vorhanden sind bei Aquarium Münster, über Diagnostik von Fischkrankheiten, ein Süßwasserbuch und ein Meerwasserbuch. So, ich hoffe, dass ich diese 15, 18 Minuten etwas erreicht habe bei Ihnen. Dass ich meine Info Ihnen weiterhelfen kann, eine bessere Aquarianer zu sein. Ich bedanke mich.